No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nogo mit Episode 143. Servus Stefan. Hallo Markus. Ja, bringen wir es hinter uns, oder? Also das Gespräch, das Vorgespräch war heute so wortkarg wie noch nie. Natürlich unterschiedliche Stimmungen bei uns derzeit. Markus, ich kann es davon Anfang der Saison erzählen. Es wird dich jetzt zwar nicht sehr beruhigen, aber hat mir immer gegraut vor der Aufnahme, weil Rapid so in einem Euphorie hoch und die Austria ausgeschieden im Europacup, in der Meisterschaft nicht gescheit gestartet, Derby-Niederlage. Also ich bin durch das Tal schon gewandert. Und so schlimm ist es ja bei Rapid jetzt nicht, wie man glauben könnte nach deinen Augen und deiner Körperhaltung. Nö, ist nicht so schlimm, ne. Okay, das klingt jetzt schon ein bisschen versöhnlicher als unser Vorgespräch. Aber nichtsdestotrotz, du musst da jetzt durch. Es ist einfach so. Ja, eh. Wir müssen ich weiß nicht, wie viel Spaß ich heute habe. Ich weiß nicht, wie viel Spaß du heute hast. Ich weiß nicht, wie viel ihr da draußen heute habt. Ja, aber das macht ja auch unseren Podcast aus, dass oft eine Hälfte mehr Spaß hat als die andere. Wobei man ja sagen muss, und trotzdem, vor der Saison, wer hätte gedacht, dass schon zwei Runden vor der Winterpause feststeht, dass beide Wiener Clubs in den Top 3 überwintern werden. Das hätte ja niemand gedacht. Ja, fix. Also das ist definitiv so, dass es aus dieser Sicht eine erfreuliche Entwicklung ist. Aber du ärgerst dich natürlich über die letzten beiden oder fangen wir so an. Ärgerst du dich mehr über die letzten beiden Auftritten deiner Rapidler oder ärgerst du dich mehr über mich, weil ich es nicht geschafft habe, immer gleich nach dem Spiel zu posten, sondern eine halbe Stunde Verzögerung immer hatte? Na, über dich ärgere ich mich gar nicht. Ich ärgere mich über so viel im Moment im Leben, da auch nur bedingt über Fußball. Okay, weil Fußball ist nicht alles und Fußball ist eine Nebensache, auch wenn es manchmal eine schöne ist, manchmal eine nicht so schöne. Und so ist es auch bei unserem Podcast. Wir liefern jede Woche, wir müssen liefern, das haben wir uns selbst auferlegt. Wir bekommen zwar nichts bezahlt, aber irgendwann, also wir bekommen es mit viel Liebe bezahlt, sagen wir so. Deswegen würde ich sagen, machen wir nicht sehr viel Vorgeplänkel, sondern gehen wir in medias res. Rapid war zweimal in der Woche zu Hause. Am Spielfeld, bei der Arbeit, einmal im Europacup gegen die Iren, gegen die Shamrock Rovers und einmal gegen Blau-Weiß Linz. Gehen wir mal chronologisch vor und bringen wir es hinter uns. Markus, erzähl uns ein bisschen was über deinen Europacup-Abend, den du hattest, und dann auch ein bisschen über deinen Meisterschaftsnachmittag. Ja, also ich glaube, heute ist es mal so der Fall. Normalerweise komme ich ja sehr doch mehr über die analytische und statistische Schiene. Heute komme ich, glaube ich, komplett über die emotionale Ebene. Einfach aus dem Grund, weil es mich im Nachgang alles nicht mehr interessiert hat. Von daher keinerlei Highlights angeschaut mehr, keinerlei Stimmen mehr angeschaut, keinerlei Berichte gelesen. Also ich bin daher, war ich zweimal im Stadion, also kriegte ungefiltert das serviert, was ich dort so erlebt habe. Und das kann natürlich auch sein, dass, ihr kennt es mit Sicherheit alle, dass die Stadionwahrnehmung das ein oder andere Mal trügt auch. Also, aber das wollen wir ja. Ich glaube, dass die Analysen und die Statistiken können wir selbst auch nachlesen. Also ich bin jetzt einmal wirklich gespannt auf den originalen Markus. Ja, also, aber normalerweise, ich glaube, jeder irgendwo aber auch daran interessiert ist, irgendwie zu verifizieren oder ein bisschen zu überprüfen, was er da so wahrgenommen hat, ob das tatsächlich so war. Mir war es im Nachgang und diesmal ziemlich wurscht, ob es so war, weil ändert an den Tatsachen nichts. Und von daher habe ich in diesem Fall, wenn ich so wienerisch sagen darf, drauf geschissen und das einfach so hingenommen. Und
Ja, also am Donnerstag waren eben die Shame Rock Rovers zu Gast. Und ich sage ganz klar, Shame. Shame on you. Weil, was die da irgendwie aufgeführt haben, also sie dürfen gern wieder zu Gast vorbeikommen, wenn sie sich vielleicht dazu entschließen, auch fußballerisch etwas mitspielen zu wollen. Da hatte ich den Eindruck, dass dem nicht so war. In der ersten Halbzeit waren sie, glaube ich, eigentlich vielleicht so wie ich, vom Leben überfordert. Und Hast du dich provoziert gefühlt aufgrund der Dressenfarbe? Nee, war halt so. Also, ich werde heute oft auf das basische Sprichwort "Ich wie es ist" zurückgreifen. Das heißt, es ist, wie es ist. Und ja, kam natürlich nicht gut an. Und der ein oder andere, vielleicht nicht ganz so hardcore-mäßige Fan, hat sich vielleicht im Vorfeld gedacht, ja, 1899, Rekordmeister hier, Rekordmeister da, auf zumindest Traditionsverein hier, Traditionsverein da, grün-weiße Farben. Und es wird ein gemeinsames Fußballfest. Ich glaube, spätestens mit dieser Wahl der Trikots war das irgendwie ganz doch etwas getrübt in dieser Hinsicht. Und ja, von daher, glaube ich, war es ganz, ganz ordentlich. Aber muss ich sagen, Blau-Weiß Linz auch, als sie am Sonntag zu Gast waren, von der Füllung des Fanblocks. Also das hat man in dieser Saison schon wesentlich trister erlebt. Ja, Grüße hier eben nach Tirol zum Beispiel. Ja. Aber da eben war es stimmungstechnisch soweit okay. Muss sagen, glaube ich, auch stimmungstechnisch hat es gut angefangen von Rapid-Seite und die Mannschaft hat sehr gut angefangen, fand ich eigentlich. Pfostenschuss hier, Pfostenschuss da, Latte dann dort. Hat man sich echt gefragt, wieso steht es dann noch 0-0, dann das 1-0 gemacht, Zvetkovic in dem Fall fürs 1-0 gesorgt und es war irgendwie dieser Phase so das Gefühl, okay, mal schauen, wann fällt das nächste und es kam dann irgendwie nicht und dann nie. Und ich glaube aber, wenn es gekommen wäre, dann hätte es schon in so einem Flow vielleicht enden können, wie es gegen die Polen in der Quali gelaufen ist, dass dann wirklich der Knoten so aufgeht und der Gegner dann irgendwie so ein bisschen auch WO gibt, dass es dann schützenfest wird. Wäre hier eben nicht der Fall, obwohl man eigentlich den Gegner kaum hat hinten rauskommen lassen, immer wieder Ballrückeroberungen, wenn mal dann Schuss geblockt war oder ein Fehlpass da war. Also da war es eigentlich das große Problem mal wieder, nur die Chancenverwertung in dieser ersten Halbzeit, fand ich. Und hätte da eigentlich schon locker noch schon mindestens 2-0, eher 3-0, vielleicht sogar 4-0 stehen können zur Halbzeit, und dann wäre der K schon gegessen, der Drop gelutscht gewesen. So war es aber eben nicht und eigentlich war es schon selbst in dieser ersten, beziehungsweise spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit, dass der Gegner eigentlich fast nur oder da schon auf Zeitschinden aus war, obwohl sie dann ja zu Beginn der ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte noch hinten lagen. Und dann wie aus dem Nix so in war es dann eben, dass die Rovers nach einem Vortrag über die linke Angriffsseite Ball in die Mitte gebracht haben und zack, verlängert ins lange Eck und dann stand es auf einmal 1-1. Keiner wusste so recht, warum. Und danach war eigentlich fast nur noch Zeitschinden angesagt. Auch muss man sagen, von in dieser zweiten Hälfte, wie so oft, Rapid nicht mehr daran anknüpfen können, an eine hervorragende Meinung nach ersten Durchgang. In dem Fall habe ich dann danach im Social Media noch was mitgekriegt, wo einer gemeint hat, ja, es wäre eben auffällig, dass an Anpassung der Gegner Robert Klaus nicht darauf reagieren kann oder nicht weiß oder eben nicht kontern kann. Ist vielleicht ein Teil der Wahrheit irgendwo, dass er da auch noch eben Aufholbedarf hat. Wobei ich das jetzt dann nicht nur eben am Gegner festmachen würde. Am Platz steht immer noch die Mannschaft, ja, die kriegt einen Plan mit und ich glaube, sie kriegt gerade zu Beginn des Spiels oft einen sehr guten Plan mit. Ja, also in der zweiten Hälfte war für mich geprägt aus Stadionsicht eben von einem sehr zerfahrenen Spiel, einem sehr niveaumäßig überschaubaren Match, eben dann von beiden Seiten, einem Gegner, der sich eben darauf konzentriert hat, den Rapid nicht mehr in den Rhythmus kommen zu lassen. Sei es eben durch gewisses Zeitspiel, sei es durch hier und da Fouls und sei es dann eben auch, indem er gewisse Sachen adaptiert und besser gemacht hat in der ersten Hälfte und dann eben auch die Mittel und Wege gefunden hat, sich hier und da mal raus zu kombinieren, auf eigene Ballbesitzphasen zu kommen. Und nicht mehr allzu viel zuzulassen und Gegensatz im Konter neben dem Ausgleichstor noch die ein oder andere
zumindest im Ansatz gefährliche Situationen mit dabei zu haben, beziehungsweise einer auch noch im Abschluss tatsächlich gefährliche Situationen mit dabei zu haben. Und ja, dann kam es eben am Ende mit diesem 1:1, was man eben von dem, was Rapid investiert hat und gerade in der ersten Halbzeit eben auch auf den Platz gebracht hat, nicht zufrieden sein konnte. Nichtsdestotrotz, unterm Strich stehen 10 Punkte nach 4 Spielen. Ich glaube, die hätte vor Beginn dieser Liga-Phase jeder genommen und hätte gesagt, ja sicher, unterschreibe ich sofort. Trotz allem war natürlich in diesem Match drin mehr drin und man hätte sagen können, oh, ja, die jetzt 12 Punkte wären drin gewesen, aber man hat immer noch 2 Spiele und wenn man eben, sage ich mal, auch nur ansatzweise zumindest 60, 70 Minuten Leistung bringt, wie jetzt in dieser ersten Hälfte, dann ist man nicht, dann kann man immer noch sehr positiv da rangehen und drin sein. Und zudem hat man eben das letzte Match gegen Kopenhagen dann noch daheim. Dazwischen ist ein Nikosia-Auswärtsmatch auf Zypern. Da ist vielleicht auch hier und da die Hoffnung, dass das Wetter und damit die Laune vielleicht ein bisschen wieder angenehmer und schöner ist. Und ja, also wie gesagt, die Ausgangslage ist da doch immer noch sehr gut, auch vom Tabellenstand sehr gut. Man hat es immer noch in der eigenen Hand, dass man die Top 8 und damit das Überspringen dieser ersten K.O.-Phase überspringt, eben um gleich im Achtelfinale ist. Also von daher, sag ich mal, ist nicht viel geschehen. Es sieht in dieser Richtung positiv aus. Na siehst du, also Tabellenstand ist ja wirklich positiv in der Conference League, ja, das Spiel hätte man sich einen Sieg erwartet, aber wie es so oft ist bei den Pflichtsiegen, sind das dann oft die schwierigsten und sowas dann halt auch für Rapid. Und man hat ja auch die letzten, als Außenstehender, der ich ja bin, hat man ja auch schon die letzten Wochen gesehen, dass da schon ein bisschen der Wurm drinnen ist, dass die Spieler müde sind, die Mannschaft überspielt ist, genauso wie es Trainer Klaus jetzt auch gestern nach dem Blau-Weiß-Linz-Spiel gesagt hat. Die Frage, warum das passieren kann, ist halt einerseits wahrscheinlich auch die Fülle der Spiele, als auch natürlich die Dichte des Kaders. Die zweite Garnitur passt halt nicht so gut wie die erste Garnitur und ja, das hat man dann am Donnerstag natürlich auch gesehen, in puncto Chancenverwertung und dann zum Schluss natürlich auch der unbedingte Wille, was ja auch nicht nur über die physische Kraft, sondern auch ein bisschen über die Psyche der Spieler sagt, dass sie einfach auch schon müde sind, da bis zum Schluss dran zu glauben und bis zum Schluss alles zu versuchen. Oder sehe ich das aus der Ferne falsch? Na, wird mit Sicherheit auch eine Komponente sein. Wird immer viel, oder gerade im Profisport läuft viel im Kopf ab. Und sagen wir so, wenn man dann halt eben solche Phasen hat, wo man eigentlich gut ist und trotzdem ist der Output überschaubar, sage ich jetzt mal, ist letztes Jahr natürlich irgendwo zweifeln. Gerade jetzt ist natürlich auch die Standards immer wieder ein Thema oder muss man zum Thema machen, finde ich. Das war ja reihenweise Eckbälle, die es da gab gegen die Rovers und andere Freistoßsituationen und man hat nichts draus gemacht, oft teilweise nicht mal wirklich gefährlich, weil die einfach entweder zu weit oder zu kurz geraten sind, die Eckbälle oder Flanken und dann vermasselt man sich halt theoretisch ausrechtsreiche Situationen dann selbst. Die Standards sind ja bei Rapid schon länger ein Thema. War ja auch schon unter Trainer Hickersberger. Also Co-Trainer Hickersberger. Richtig, richtig. Ist jetzt dann auch wieder ausgegraben worden. Gewisse Banner, die es in der Hicke- oder Ende-Hicke-Phase dann gab. Und scheint diesbezüglich nicht nur an ihm gelegen zu haben. Ja. Genau, und dann ging es weiter am Sonntag gegen Blau-Weiß. Wie waren da die Vorzeichen? Was war da deine Stimmung oder was waren da deine Erwartungen? Kenne ich. Du erwartest dir natürlich gegen Blau-Weiß-Linz einen Sieg. Aber wie war so dein Gefühl vor dem Spiel und wie war dein Gefühl, als du die Aufstellung gesehen hast? Kein Burgstaller, kein Zvetkovic. Ja, aber ich glaube, da haben viele das bekommen, was eben trotz der wirklich positiven Phase eben negative kritische Töne mit dabei waren.
immer wieder gehört, ja, Burgstaller, der rennt so oft im Abseits rum und vernebelt viele Chancen. Ist die Frage, ob er bringt es tatsächlich noch, beziehungsweise geht mir am Nerv mit seiner ganzen Keppelei und anderen Geschichten und Nebenschauplätzen, die er irgendwo so aufmacht, am Platz. Bei Sangaré, ja, hieß es ja eh oft genug, dass er Pausen braucht. Ich glaube, was eh fix ist. Zvetkovic, muss ich sagen, hat auf mich am Donnerstagende nicht mehr den fittesten Eindruck gemacht, war trotzdem ein wichtiger Faktor, hat er eben auch das Tor gemacht, aber es war gut früh im Spiel, aber nachher eben die eine oder andere kleinere Unkonzentriertheit, weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen angeschlagen war oder eben vielleicht auch diese mentale Kopfkomponente war, kombiniert mit der physischen Müdigkeit und Nummer 4 war jetzt, genau, Schaub. Ich meine, Schaub, da haben sich jetzt ja die ganze Saison schon über die Geister geschieden und dass er eben seine 2-3 jetzt hellen Momente schon hatte und eben auch mitunter wichtige Tore gemacht hat, beziehungsweise vor allem in diesem einen Match, plus dann eben in einem der jüngsten Bundesliga-Heimspiele, wo er eben seit langer Zeit mal wieder in der Bundesliga getroffen hat. Ja, Nonane war ja lang genug weg. Also von daher für mich irgendwo nachvollziehbar. War jetzt auch nicht so, dass man gesagt hätte, okay, ist jetzt die komplette BL, wie ich es auch irgendwo gehört hat. Also was mir im Vorfeld des Spiels irgendwie auf den Sack gegangen ist, war, ja, diese Stimmung, oh, das ist B-Mannschaft, oh, da hat man ja schon gesehen im ersten Match gegen Blau-Weiß Linz, dass es nicht gut gehen kann oder dass es nicht gut gegangen ist, sagen wir so. Die dann während dem Spiel dann auch irgendwie rundherum doch einiges an weiß ich, wenig Zuversicht, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist mir irgendwie schon zierisch auf den Wecker gegangen an dem Nachmittag. Plus eben eigentlich dann, dass die Leistung eben halt auch okayisch war, maximal. Eben auch wieder eine erste Hälfte, die soweit in Ordnung war. Und eigentlich in der zweiten Hälfte dann, ja, bis zum Gegentor okay auch. Und dann ging es irgendwie so dahin und danach ist zwar reagiert worden mit gewissen Wechseln, aber es gar lang nicht mehr dann den Schalter noch umzulegen und wirklich die entscheidenden Akzente zu setzen. Ja, es waren dann noch ein paar Möglichkeiten mehr da, aber nicht so mega zwingendes, bis auf den Lattenkopfball. Und am Anfang hat man einfach auch dann hier und da das, was man gegen Shamrock das Pech hatte, das Glück gehabt, dass nicht früher schon irgendwie gegen Tor gefallen ist. Muss sagen, von den ganzen Wechseln, weil der am meisten überzeugt hat, ich glaube, aus der Mannschaft irgendwie an dem Nachmittag für mich auch herausgestochen war, Schöller, der das, finde ich, seine Sache wirklich sehr gut gemacht in Verteidigungen, hat Zvetkovic da gut ersetzt und war zusammen mit Rojoao, glaube ich, sehr ordentlich. Schöller, der Neuzugang von der Admira, 18 Jahre genau, alt. Genau, der eben jetzt dann nur zur Einordnung, so lang dann eben gefehlt hat und mit seinem ersten Startelf-Einsatz dann eben im Cup-Match gegen Stripfing gleich mit einer Hauptrolle hatte, wieso es schiefgegangen ist, nicht nur ihm selbst anzugreifen, aber er hat eben halt mit einem entscheidenden wirklich Horror-Fehlpass dann gemacht, aber war jetzt nichts so, auch in den Einsätzen gleich danach, die er noch hatte, wo man gesagt hat, boah, das nimmt den Jungen jetzt mit und das muss aus dem Tal dann erst wieder raus. Ich finde, bis seitdem wirklich, wenn er dran durfte, tadellos gespielt und so für mich gegen Blau-Weiß Linz der bessere Rapidler. Wer, muss ich sagen, muss an dem Nachmittag mir gar nicht gefallen hat, war Boller, da fand ich auch von der Körpersprache nicht gut, irgendwie. Ich weiß nicht, er hat lustlos gewirkt, ob er jetzt tatsächlich lustlos war oder eben auch ein Müdigkeitsfaktor war, mit Sicherheit mit reingespielt, aber hat für mich lustlos gewirkt. Und ein Kaigin ist wirklich für mich die Frage, ob der es im Profifußball auf Dauer schafft, beziehungsweise auch, wenn dann vielleicht bei so einem großen Verein schafft, weil nur mit Hackespitze 1-3 geht es einfach nicht. Und habe so das Gefühl, meint, ja, jetzt bin bei Rapid und jetzt irgendwie Startelf-Einsätze und ich bin der Geilste und Größte und Coolste und überhaupt und ohne jetzt wirklich schon Großartiges geleistet zu haben. Also so hat es einfach für mich eben aus der Tribüne sich gewirkt und ich glaube, damit tut er sich keinen Gefallen, tut der Mannschaft keinen Gefallen und bei so vielen Fehlpässen, die er dann insgesamt gespielt hat und wenig Effektivität, muss er sich dann vielleicht hoffentlich dann auch an die eigene Nase fassen. Aber es ist halt eben, klar, jetzt war in der Startelf doch einiges, was gefehlt hat, sodass man dann von der Bank hat nachlegen
können, zumindest in der Theorie, ist dann eben auch gemacht worden, indem dann Burgstaller und Sangaré wichtige Stützen dann gekommen sind und auch ein Schaub dann gekommen ist. Aber es ist halt, glaube ich, immer noch der gewissen Aufbauarbeit und Verletzungsnachwehen geschuldet, dass halt gerade so Speedster, wie sie eben sind, ein Gale, ein Sadie, in Abstrichen und ein Wurmbrand, der hat ja bei der Zweiermannschaft jetzt gespielt, nachdem er Kurzeinsatz in der Europa League auch noch hatte. Und vor allem eben ein Jansson, finde ich, schon essentiell fehlen, wo man dann einfach eine andere Geschwindigkeitskomponente reinbringen kann. Und jetzt am Sonntag war eben für mich beide Flanken. Ja, Auer, ich glaube, Auer kann man nie im Gegensatz, wie ich das Gefühl hatte, ich betone es ganz normal, das Gefühl hatte bei Boller irgendwie, da ist nicht die letzte Intensität da, die ist bei Auer immer da. Also der ist, glaube ich, einer, dem man nie den Einsatz absprechen kann, der sich kein Zweikampf zu schade ist, der sich für keinen Sprint zu schade ist, von rechts nach links auch hetzt und vor und zurück hetzt. Aber jo, und ich muss sagen, das ging mir zuletzt auch irgendwo ein bisschen auf die Nerven, wenn ich meine subjektive Wahrnehmung dann einwerfe und sage, ja, aber da kommen wir eben dann nur, vielleicht wenn es übertrieben war, eine von 10 Flanken irgendwo an und dann gleich abgekanzelt wird, das ist Blödsinn. Jo, ich habe es jetzt irgendwie nochmal nachrecherchiert. Ich glaube, dass er in der Bundesliga bis jetzt noch kein Tor vorbereitet hat, spricht irgendwo schon ein bisschen Bände. Eine Flankengenauigkeit von 27,5% ist laut Footmob immerhin auch nur im orangenen Bereich. Widerspricht dann vielleicht jetzt dann zwar halt den 10%, aber großartig ist sie auch auf keinen Fall. Jo, ich meine, wenn da mal die ein, zwei gute Dinger kommen, liegt es natürlich auch an den Stürmern, die dann auch tatsächlich zu verwerten, was man nicht dann Jonas Auer ankreiden kann. Aber ich glaube, von der Mentalität ist er ein wichtiger Spieler und natürlich hat er aber trotz allem halt seine Defizite, wie eigentlich jeder, ist ja eh klar, aber ja, es tut halt dann ab und zu schon weh, wenn dann der Ball ins Tor oder Seiten ausgeht, weil er ihn nicht gescheit stoppen kann oder mit dem Kopf eben schon woanders ist, in Vorbereitung ist, und sowohl bei ihm als mit Abstrichen bei Boller ist doch die Flankenqualität für mich schon sehr zu hinterfragen. Was mir dann im Endgang noch auch auf den Zeig gegangen war, dass die Kommentare rundherum, weil dann irgendwie Zvetkovic und Rojauer mit nach vorne beordert worden sind, um halt gewisse vielleicht Kopfballstärke einzubringen. Die Linzer Innenverteidigung ist halt groß und hat eigentlich fast alles gut klären können, wo die dann vorne drin waren. Ja, lief es jetzt nicht unbedingt mega besser, aber ich finde, es ist schon eine Option und nicht der erste Trainer, der diese Option gewählt hat, weil ich kann mich gut erinnern, als Schüsswend dabei Rapid war, gab es auch einen Dami Kanadi, der diese Option an- und abgezogen hat und ihn dann als Turm vornherein noch gestellt hat, um gewisse Sachen zu machen, und hätte sich ein Bello nicht Anführungszeichen depperte gelbe Karte schon eingehandelt, wobei ich generell die Spielführung auf beiden Seiten vom Schiedsrichter als nicht wirklich konsequent und teilweise überkleinlich empfunden habe. Ja, aber er hat eben sich die gelbe Karte geholt. Von daher fand ich es nachvollziehbar, ihn rauszunehmen und Burgstaller für ihn zu bringen. Und damit natürlich dieses Größenelement vorne drin zu verlieren. Und es ist eben versucht worden, auf diese Art und Weise zu kompensieren. Und schlussendlich, wenn ich das noch sagen darf, was mir dann auch noch auf die Zeige gegangen ist, auch wenn ich es irgendwo in Abstrichen mit minimal nachvollziehen kann, dass eben vom Vorsinger dann gesagt hat, ja, alle, die sich jetzt auch schon aus dem Block schleichen, sollen in den Arsch gehen, mehr oder weniger, weil die Mannschaft hätte sich schon verdient, nach den tollen Leistungen, die diese Saison gezeigt hat, dass jetzt trotzdem verabschiedet wird oder gebührend verabschiedet wird. Bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es mein gutes Recht, enttäuscht zu sein und zu gehen. Wäre theoretisch schon mein Recht oder das Stadionbesuchers ein gewisses Recht zu pfeifen. Das hätte ich jetzt übertrieben gefunden für das, was er tatsächlich diese Saison geleistet haben. Aber dann Enttäuschung zu haben und zu gehen und zu sagen, nein, mir war das jetzt eben heute nicht gut genug, um zu sagen, ja, super, alles ist happy, peppy und toll. Ist, denke ich mal, schon okay. Ja, deswegen, so wie es auch an Patrick, glaube ich, richtig, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so als Vorschau einmal in unserer Stammtischgruppe mitgekriegt habe. Sonst habe ich, glaube ich, von den gefühlten 1000 Nachrichten seit gestern Mittag eigentlich nichts mitbekommen. Von eben den vielen Pflichtspielen, das haben wir jetzt, glaube ich, diese Saison 3 verloren. Also deswegen sollten wir jetzt nicht alles schwarz malen und sagen, es ist alles Arsch. Aber 2. Also in der Liga. Ja, ich rede nicht nur über die Liga. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, eben mit Ich wollte nur kurz was sagen, dass alle wissen, dass ich hier noch da bin. Ja, sorry. Ja. Jo, also
kann, glaube ich, summa summarum für die Leistung, die man mit untergebracht hat, sind es zu viele Unentschieden, zu wenig Siege. Aber von den Ergebnissen darf man prinzipiell zufrieden sein, damit darf man zufrieden sein, von den jüngsten Leistungen, und dann sehe ich jetzt nicht nur die letzten zwei, sondern schon in den letzten Wochen, dass es sich mehr und mehr in diese Richtung entwickelt und angedeutet hat, auch dass man gefühlt immer weniger Lösung für gewisse Aufgaben findet. Das denke ich mal, muss man schon ansprechen können, und das, ich glaube, das weiß aber auch Robert Klaus ganz genau, dass er in der Winterpause einiges an Arbeit hat und einiges an Punkte, wenn er dann mehr mit der Zeit mit der Mannschaft hat und aus diesem Hamsterrad mit Spiel und Spiel und Spiel und Spiel ein bisschen raus ist, eben Standardgeschichten und weiter andere Dinge, wenn eben der Gegner doch jetzt nicht Beton anrührt, das hat Blau-Weiß Linz nicht getan, sondern aber eben kompakt hinten steht, muss es eben andere Elemente her, um da halt trotz allem zu mehr Chancen zu kommen und dann eben halt auch im Nachgang diese Chancen zu verwerten im Idealfall. Ja, und wie lautet jetzt so dein Fazit? Ich meine, ja, du hast es gesagt, es ist nicht alles schlecht und man steht gut da, man hätte vielleicht ein bisschen öfters gewinnen können, aber ich meine, ja, man hat jetzt 27 Punkte, man ist international, überwintert man, ich meine eh schon automatisch, aber man ist auf jeden Fall schon in der nächsten Runde international. Ich meine, das sind doch alles eigentlich gute Vorzeichen, und da braucht man nicht früher gehen, sondern kann die Mannschaft noch höflich verabschieden, oder? Sicher, das kann ja auch jeder, spreche ich auch niemand ab. Aber eben die jetzt, ja nicht nur, sondern alles, was ich jetzt aufgezählt habe, war es dann eben so, dass ich für mich gedacht habe, ich will jetzt nur noch raus und will nur noch nach Hause und meine Ruhe haben. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, und ich finde es ein bisschen schade, dass du heute nicht so gut drauf bist, weil ich habe mir schon einige Sachen zurechtgelegt, und das kann ich jetzt alles nicht anbringen, weil jemand am Boden liegend dann noch einmal drauf tritt. Du darfst alles anbringen, oder? Aber du darfst ja keine sinnvollen, nein, keine wirklich ist, sinnvollen ja, Antworten erwarten. Das macht überhaupt keinen Spaß heute. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also ja, ich habe das schon ein bisschen anders erwartet. Aber ja, ist so, wie es ist. Ja, aber ich habe das schon heute Mittag angekündigt, dass es in diese Richtung wohl gehen wird. Du hast, natürlich. Und ich habe da noch extra, ja, egal. Aber du musst mich deswegen nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also wenn du irgendwas noch anbringen willst, dann tu das so. Wie gesagt, wird aber wahrscheinlich heute wenig ausfallen, dass ich da irgendwie groß Parodie spielen kann oder will. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Programm, weil was ja dann wahrscheinlich auch nicht deiner Stimmung zuträglich war, war dann das Spiel in Linz. Habe ich gestern auf Nacht dann noch mitgekriegt, dass die Austria gewonnen hat. Vorher habe ich es gar nicht mitgekriegt, also wirklich kurz vorm ins Bett gehen, und vorher hat es mich auch gar nicht. Prinzipiell habe ich halt alle Ergebnisse mal ganz kurz durchgescrollt, was ist in Deutschland passiert, in den anderen Ländern, und bei meiner Sport1-App kommt dann Österreich von der Relevanz ziemlich weit unten, dann habe ich das eben auch noch mitgekriegt, ja. Und zur Kenntnis genommen. Wie viel hat Karlsruhe gespielt? Willst du auch nicht wissen. Oh Gott. Also wirklich ein Horrorwochenende. Gut. Und dann kamen die Feindchen nach Linz. Ich war schon dezent nervös, nicht nur familiär bedingt, sondern auch, weil wir ja auf der neuen Google in Linz noch nie gewonnen haben. Ich glaube, das war das erste oder das zweite Heimspiel der Laskler, wo ich nicht im Stadion war. Also ich habe es diesmal ausgelassen, und ich glaube, ich werde es jetzt immer auslassen. Ich bin ja abergläubisch. Und ja, es hat ganz gut funktioniert. Wir haben 3-1 gewinnen können, sind jetzt auf Platz 2 in der Tabelle, haben 30 Punkte, diese ominösen 33 Punkte, um fix unter Anführungszeichen in den Top 6 zu sein unter normalen Voraussetzungen. Da fehlen uns jetzt nur noch 3 Punkte, und wenn alles gut geht, wenn alles nach Plan läuft, könnte man das schon vor der Winterpause quasi eintüten, weil das Programm nach der Winterpause ist ja eh ein sehr, sehr hartes. Nichtsdestotrotz, Dominik Fitz hat gefehlt beim Spiel gegen den LASK, gelb gesperrt, und man hat sich dann nach Alternativen umsehen müssen. Die Alternative war dann jene, dass ein Gruber einfach begonnen hat. Barry Fischer haben wieder das zentrale Mittelfeld abgedeckt, und Beres Winlöf und Ranftl haben die Außenbahnen
bearbeitet. Und ja, der Sturm war so ein bisschen ein freigeistiger Sturm. Also Gruber war oft in der Funktion des Mittelstürmers, war manchmal auch auf der Seite zu finden. Also das vordere Drittel wurde variabel bespielt. Und wie ihr mich kennt, werdet ihr von mir keine Spielzusammenfassung hören, sondern eher Erkenntnisse, die ich aus dem Spiel ziehe, hören. Die erste Erkenntnis ist, dass es Helm geschafft hat, Fitz zu ersetzen, ohne dass er wirklich abgegangen ist. Also Fitz, das Hirn der Mannschaft, hat schon die Saisonspiele entschieden, hat wichtige Tore geschossen, noch wichtigere Vorlagen gegeben und man hat es geschafft gegen eine Mannschaft, die uns normalerweise nicht sehr liegt, also gegen den LASK, dass das Fehlen von Fitz überhaupt nicht zu merken. Also das hat die Mannschaft schon sehr gut gemacht. Die ersten Minuten waren eigentlich sehr neutralisierend, also da haben sich beide Mannschaften neutralisiert und dann, und das ist zum Beispiel ein Beweis, dass der Mandy Fischer sicher unseren Podcast hört, weil das 1:0 war ein Schuss von außerhalb des 16ers. Kannst du dir das vorstellen, Markus? Außerhalb des 16ers wurde einmal geschossen und nicht noch nach außen gespielt und dann reingeflankt. Und man wurde mit einem Tor belohnt, von der Innenstange dann ins Tor, unhaltbar. Der letzte, der es geschafft hat, war wahrscheinlich James Holland, oder? Ja, ich glaube wirklich. Also ohne da jetzt meine Hand dafür ins Feuer zu legen, weil du weißt, wie sehr und wie oft ich mich irre, aber ich glaube, das ist wirklich James Holland gegen die Hartberger dann am Ende der letzten Saison war. Also 1:0 in die Pause gegangen, trotzdem noch ein mulmiges Gefühl hat, weil man weiß ja, der LASK hat gegen Altach das Spiel ganz spät gedreht nach einem 1:0-Rückstand und gegen Salzburg auch gedreht nach einem 1:0-Rückstand. Das heißt, der LASK ist schon eine Mannschaft, die eine zweite Luft haben in der Schlussphase, aber gestern Gott sei Dank nicht, denn das 2:0 ist relativ schnell nach Anpfiff wieder gefallen. Barry hat es geschossen, überhaupt eine sehr starke Leistung gestern von ihm. Ich finde ihn immer schon stark, er ist irrsinnig stark am Ball, irrsinnig zweikampfstark. Das Einzige, wo er wirklich noch seine Themen hat, ist mit den Pässen. Die sind zwischen Genie und Wahnsinn. Also manche Pässe, da schlägt man sich alle 5 Finger ab, wenn man den zuschauen darf. Und dann bei den einfachsten Pässen spielt er zum Gegner. Und ich verstehe es einfach nicht. Entweder es ist noch Unkonzentriertheit oder es ist Nervosität. Ich weiß es nicht. Es wird schon besser von Spiel zu Spiel, aber in Wahrheit ist es trotzdem noch, glaube ich, seine größte Schwäche im Spiel. Aber seine Stärke ist einfach die Ballsicherheit, das Dribbling und das Zache. Der ist so zach, der kämpft um jeden Ball. Also das ist gut und das mit dem Tor hat er sich das dann wirklich verdient und ist auch von den Fans im Anschluss extra gefeiert worden. Ich finde, mich erinnert er so ein bisschen an einen Storch mit seinen langen, dünnen Haxen und ich habe immer die Angst, wenn er in einen Zweikampf geht, dass er sich bald das Bein bricht, aber nicht, weil der Gegner so hart reingeht, sondern weil das alles so filigran ausschaut. Aber irgendwie schafft er es dann doch immer wieder, den Ball mitzunehmen, den Ball zu halten, Gegenspieler zu überspielen. Also ja, war wirklich ein kluger Transfer und hat sich auch relativ schnell ins Team eingelebt. Und LASK konnte dann noch aufs 1:2 rankommen, aber Maurice Malone hat in der 78. Minute Vorlage Barry wieder alles klar gemacht. Also hat selbst gesagt, er musste den Ball eigentlich nur noch verarbeiten. Einen guten Ball von Barry, der von der Seite reingekommen ist. Also alles klar. 3:1, eben wieder 3 Punkte. Die Schlussphase wurde dann noch überstattet von einem Herrn Stojkovic, der auf den Arm von Marco Ragusch draufgetreten ist. War eine Tätlichkeit, hat jetzt eine 5-Spiele-Sperre bekommen. Wirklich ein mieser Charakter und ich glaube, jeder Grün-Weiße kann froh sein, dass der nicht mehr bei euch spielt, weil, also, ja, weiß ich nicht, was sich der dabei gedacht hat, da absichtlich mit den Stollen auf den Oberarm zu steigen vorm Schiedsrichter. Also das ist kein Niveau und das hat am Fußballfeld nichts zu suchen. Ja, Kretzen war er schon immer und seine, glaube ich, Nerven oder sein Temperament hat er nicht immer im Griff und
ja, das sind dann leider so die Mischung daraus. Und ja, ganz klar, gehört sich natürlich nicht. Auch ich habe es bis jetzt nur gehört, nichts gesehen. Ja, da brauchst du nicht anschauen, hast nichts verpasst. Genau, dann noch eine erfreuliche Nachricht. Johannes Handel war wieder zurück am Spielfeld und hat eigentlich den Dragovic gut ersetzt. Also Dragovic hat dann raus müssen, war während der Woche ein bisschen kränklich und mit seinen Kräften dann am Ende und ist dann in der 60. Minute herum circa ausgetauscht worden. Handel hat ihn ersetzt und hat seine Sache dann auch wieder sehr gut gemacht. Also der dürfte leistungstechnisch dort anschließen, wo er aufgehört hat vor seiner Verletzung. Taugt mir sehr und ist eine wirkliche Aktie, die wir da haben jetzt in der Abwehr und wirklich eine große Abwehr und eine stabile Abwehr und das macht derzeit auch wirklich Spaß, da zuzuschauen. Ist auch nicht umsonst, dass Meta nochmal länger an den Verein gebunden hat. Genau, dass man ihn verlängert hat, genau. Marvin Martins war wieder mal auf der Ersatzbank, auch eher überraschend, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Dragovic ein bisschen kränklich war und wahrscheinlich auch unsicher ist, wie lange er durchhaltet, dass man da genügend Alternativen hat. Und ein Wort noch zu Marco Rakuc, der meiner Meinung nach auch immer besser in die Mannschaft kommt und auch immer besser spielt, sich immer besser einfügt und eigentlich zwei Riesenchancen hatte. Viel Pech, dass das kein Tor geworden ist oder keine Tore geworden sind. Es hätte natürlich auch diese Geschichte hätte natürlich auch nur der Fußball schreiben können, wenn der da gestern sein erstes Tor ausgerechnet gegen den LASK gemacht hätte. Ich glaube, viel fehlt nicht mehr und lange müssen wir nicht mehr warten, bis er trifft. Vielleicht er schon nächsten Sonntag gegen Alltag verdient hätte es sich in jedem Fall. Und ja, dann bin ich jetzt auch schon beim nächsten Thema, nämlich das letzte Spiel der Austria in dieser Saison, das letzte Pflichtspiel der Austria in dieser Saison, eben gegen den SC Alltag zu Hause im Ohrstadion, wo wir schon auch eine gewisse Stärke in dieser Saison haben, aber wie schnell so eine Stärke vorbei sein kann, hat uns Rapid gezeigt am Sonntag. Bis jetzt ist Salzburg im Weststadion gescheitert, Sturm gescheitert und dann kommt Blau-Weiß Linz und die Austria auch gescheitert. Das Ding. Also die Austria, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, ja? Aber wen? Und nein, brauchen wir nicht, weil jetzt, das ist jetzt mein Part, ja. und ja, also man darf den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Und das ist also auch so eine alte Austria-Krankheit und immer wirklich sehr konzentriert an die Sache rangehen. Aber was man schon sieht, ist in dieser Saison, dass da zumindest tabellarisch schon ein bisschen ein Loch aufreißt von oben und unten. Das war in der letzten Saison noch nicht so. Und ja, wenn man jetzt an die Probleme von Rapid zum Beispiel denkt, mit der Doppelbelastung und mit müden Spielern und mit der fehlenden Luft dann noch in der letzten Viertelstunde und so weiter und so fort, dann muss man sich ja schon überlegen, ob das nicht ein Masterplan von Steffen Helm war, gegen die Finnen auszuscheiden, dann in der ersten Runde gegen Blau-Weiß Linz zu verlieren. Wobei man da ja auch sagen muss, dass diese Niederlage eine sehr unglückliche Niederlage war, mit dem nicht gegebenen Tor für die Austria, mit dem gegebenen Tor für Blau-Weiß Linz, was man auch in die andere Richtung entscheiden hätte können, mit den ganzen nicht gegebenen Handelfmeter für die Austria, da könnte man schon viel besser dastehen in dieser Saison. Und man hat dann natürlich nicht nur mit den Schiedsrichtern gehadert, oder auch ich habe nicht nur mit den Schiedsrichtern gehadert, sondern eben auch mit den Ergebnissen. Und das hat man jetzt geschafft, diese Ergebniskrise wettzumachen, durch viel Engagement und durch viel Einsatz, da eben jetzt den siebten Sieg in Folge in der Bundesliga einzufahren, insgesamt bewerbsübergreifend den achten Sieg. Und da schaut dann halt auch einmal der Platz 2 raus, hätte vor der Saison niemand gedacht. Der Markus und ich, wir wissen aus Insiderkreisen, dass Steffen Helm schon kurz vor der Ablöse stand, nach dem GRK-Match oder vor dem GRK-Match eigentlich. Und dass sich das Blatt jetzt so wendet, das hätte niemand gedacht. Also 5.10., 5. Oktober noch als Achter gegen den GRK 2:1 knapp gewonnen eigentlich.
Ja, und seitdem eigentlich nur noch gewonnen. Jetzt eben noch das eine Spiel gegen den GRK, wo man die 33 Punkte, was glaube ich auch mit ein Ziel war, im Grunddurchgang fix machen kann. Ja, also wir schweben auf der Euphoriewelle. Die Fans haben gestern schon, das hast du wahrscheinlich auch nicht gemerkt, haben schon das Kesera angestimmt und wir werden Meister angestimmt. Das halte ich noch ein bisschen verfrüht. Und nein, ich bin nicht feig, ich würde auch schon so ein bisschen auf die Meisterschale schielen und schon sagen, also es ist auf jeden Fall möglich in dieser Saison, aber diese Scheiß-Punkteteilung, also es bringt eigentlich überhaupt nichts, sich da jetzt schon Gedanken zu machen, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, die Austria hat derzeit 30 Punkte, Salzburg hat, wie viele Punkte hat Salzburg? 20? 19 Punkte? Sind quasi 11 Punkte mit der Punkteteilung, sind das 5 Punkte, obwohl Salzburg hat noch 2 Spiele weniger, ich weiß, aber es ist jetzt alles eigentlich vollkommen wertlos und eigentlich werden die Karten neu gemischt, sobald die Punkteteilung stattgefunden hat und die Tabelle in ein oberes und ein unteres Playoff geteilt wird. Deswegen appelliere ich an die Bundesliga hiermit, das wieder aufzuheben, weil das hat ja sportlich überhaupt keinen Wert. Aber ja, auf mich hört man ja wahrscheinlich nicht. Auf dich höre immer ich. Ja. Aber ich bin jetzt hart am Ringen und überlegen, ob das den Montag für mich besser macht, wenn ich höre in einem Satz Stefan Helmut Masterplan und ernsthafte Meisterschaftsgedanken von dir. Jo. Du, ich bin, also wann wenn nicht jetzt? Ich meine, ja, es ist noch ein ganz langer Weg. Ich will es dir auch nicht, also nicht, ich sage nicht mal, absprechen. Ich bin trotzdem für mich am Überlegen, ob es das den Montag besser oder schlechter macht für mich. Ich kann, ja, aber schau. Okay, jetzt kommt Alltag. Alltag musst du gewinnen. Wenn wir Alltag gewinnen, dann kann man die Saison, auch wenn wir Alltag nicht gewinnen, geht keine Welt unter. Aber im Grunde genommen, um Meister zu werden, müsstest du ein Spiel gegen Alltag gewinnen. Dann kommt jetzt das Cup Viertelfinale gegen Sturm, das lassen wir jetzt mal beiseite, das ist wurscht. Aber dann kommt Sturm auswärts, sehr, sehr schwer. Aber mal schauen, wer Trainer wird, mal schauen, ob da ein Trainer bleibt und wie sich Sturm in der Vorbereitung tut. Dann kommt Rapid zu Hause ohne Auswärtsfans. Also das ist sicher auch ein Pluspunkt für die Austria. Und dann kommt Salzburg und Salzburg wird dann sicher schon stärker sein als jetzt, als Salzburg zum Beispiel für Rapid jetzt kommenden Samstag. Also das sind einmal 3 Partien und wenn du in den 3 Partien keine Partie verlierst und auch wenn du da jetzt 3 Unentschieden holst, dann ist das schon einmal ein super Zeichen. Und dann kann man sagen, der Kurs wird gehalten und dann geht es natürlich mit der Punkteteilung, kann noch mal alles passieren, das stimmt schon. Und das ist auch ein bisschen zart, finde ich wirklich sehr, sehr zart. Vor allem, wenn man jetzt einmal die Chance hat, wo Salzburg wirklich auslässt und man da wirklich eine Chance hat, auch Meister zu werden. Sturm auch international vertreten, auch spürt man auch die Doppelbelastung hier und da natürlich. Also, aber die punkten halt noch immer sehr konstant. Also ein Selbstläufer ist es nicht, aber dass die Fans das jetzt so schreien, ist schon ein schönes Gefühl. Weil das hatte man jetzt schon jahrelang nicht. Ja, schauen wir mal, wie es in dieser Richtung weitergeht, auch jetzt gegen Alltag und eben dann im Frühjahr. Ich bin jetzt nicht so wie du, der sagt, ja, man soll das noch nicht sagen, ein schlechtes Omen, sondern schau, wir haben jetzt 7 Spiele in Folge. Du hast das am Anfang der Saison, wo ich dich da schon reinreden wollte, da wolltest du nicht. Ja, aber dass man es generell nicht sagen kann oder darf, also ich finde, da lasse ich ja jedem seine Meinung und finde nicht nur, weil es jetzt jemand anderes sagen würde, würde ich das für ein schlechtes Omen halten. Ich glaube, schlechtes Omen habe ich nie gesagt. Ich für mich selbst habe halt da ein bisschen auf die Bremse getreten, aber ja, unter Selbstschutz. Ja, aber werden wir mal sehen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte sagen, mit unter Selbstschutz. Jetzt einmal eben hier auf Podcast-Ebene ist ja jetzt nicht so, dass ich das wir in einem Vier-Augen-Gespräch einfach so sagen, sondern das ist ja dann auch legitim, wenn man dann anderen dementsprechend dann daran festnagelt. Und auf der anderen Seite, um sich dann auch nicht selbst irgendwie, so wie es jetzt vielleicht ein bisschen passiert, eine bis jetzt doch gute Saison dann irgendwie so ein bisschen madig zu machen. Nur weil man sagt, ja, jetzt hat es dann eben nicht gereicht, aber es ist halt eben, das, was ich schon lange irgendwo propagiert habe, zu sagen, Punkte hier von der Konstanz einfach, die nicht da ist und deswegen
ist es nach wie vor meine Meinung, auch wenn man von der Platzierung und der Punktanzahl mitreden dürfte, ist für mich der Meistertitel in der Saison kein Thema, weil eben diese Konstanz nicht da ist. Ist eh gut, wenn es kein Thema ist für dich. Dann lass es für mich Thema sein. So viel Thema, wie du möchtest. Thema Meistertitel könnte ein guter Sendungstitel sein. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere beiden Clubs abgehandelt und ja, ich würde sagen, gehen wir zum Tippspiel. Der No-Go-Tipp der Woche. Genau, in Sachen Tippspiel ist die Lage jetzt mit Ende des Novembers folgendermaßen. Der David 1911 liegt an der Spitze mit 43 Punkten. Und ja, das eben aus dem Grund, weil an diesem Spieltag, was jetzt eben war, Spieltag 5, sehr wenig gepunktet wurde allgemein. Gerade eben auf den Spitzenplätzen. Er hat nicht gepunktet, 43 Punkte hat er eben auch schon vor dem Spieltag gehabt. Damit hat PS 2011 der Patek wieder ein bisschen aufgeholt und ist jetzt mit 40 Punkten auf Platz 2. Genauso 40 Punkte hat der Chris 21 auf Rang 3. Dann kommt der Tom mit 37, Schmudden 37, Lukas 1911 und der Durstige Wolf mit 37, meine Einer mit 35, genauso wie Timoti. Und um die Top 10 fix zu machen, haben wir da Kodas und was ist das, F31X1899 mit auch 34. Stefan, du hast ein bisschen Boden auf mich gut gemacht, liegst jetzt bei 27 Punkten, weil du diesen Spieltag 5 Punkte gemacht hast mit dem einen 1:1 im Europacup Tipp richtig gelegen und ich habe eben nur 2 Punkte gemacht. Der beste Tipper sehe ich denn jetzt irgendwo hier am 5. Spieltag. War der Benny 0-14 mit 8 Punkten, die er gemacht hat eben, und sich damit hoch 11 Punkte gut gemacht hat und jetzt liegt er auf Platz 16. Gewonnen ist aber noch nichts, weil wir haben es ja angekündigt, weil wir den Dezember jetzt einfach noch mitnehmen. Und der Dezember hat jetzt eben noch diesen letzten Spieltag in Bundesliga und Liga 2 für uns, plus eben auch noch das letzte Frauenmatch. Und danach ist nur noch eben zweimal Europacup angesagt für Rapid am 12. und 19.12. Das heißt, eben im Dezember nehmen wir jetzt insgesamt, weil der Stefan gesagt hat, von meiner Aufsehen, hol, so wenig klingt es ja gar nicht, insgesamt nur 6 Spiele und dann für 6 Spiele einen Sieger zu ermitteln, war uns etwas dürftig. Genau, und zu gewinnen gibt es eine personalisierte Weihnachtsbotschaft und Neujahrsgruß für euch, für den Gewinner. Ihr könnt uns ein bisschen briefen. Sowas wie dieses Cameo oder wie dieses Wink mir oder We Wave oder wie das heißt, kriegt ihr quasi gratis eine Message von mir und von Markus in natürlich Austria oder auch Rapid Edition, je nachdem, wer das Tippspiel gewinnt und könnt das dann euch ausdrucken, einrahmen, euren Familien zeigen. Ich meine, wie ein Video oder wie eine Soundnachricht ausdrucken wollt, das bleibt euch überlassen, ist nicht unsere Sorge, aber ihr kriegt das von uns natürlich. Und wir spielen natürlich auch im Was. Wenn der Markus gewinnt, darf er unser diesjähriges Weihnachts- und Silvester-Posting designen und wenn ich gewinne, darf ich das machen. Im letzten Jahr war es übrigens wunderschön, habe ich gewonnen und in diesem Jahr ist der Markus drauf und kann das zu machen. Sollte er jetzt gut tippen, was ich nicht glaube, weil sein Mut nicht so gut ist und meiner sehr gut ist und ich glaube, ich habe exzellente Tipps jetzt abgegeben und werde sie gleich verlautbaren. Ja, ich habe meine Scheiß-Drauf-Tipps schon wieder geändert gehabt. Okay, das heißt, führst du durch und ich sage oder sage ich und führst du durch? Wie du möchtest, ob du deinen Tipp, ob ich ihn zuerst sagen will und dir dann wieder ärgern willst, das wollte ich jetzt auch tippen oder ob du es als erstes. Na, dann sagst du heute zuerst. Dann sage ich am 6.12. Ja. zum Nicolo, spielen natürlich die Austria Frauen. Gegen Bergheim gibt es vor dem Spiel einen Punschstand, wo Spieler und Trainer übrigens Punsch ausschenken, also für alle, die dorthin kommen. Spieler oder Spielerinnen? Spieler. Okay. Weil die Spielerinnen spielen ja dann. Die Spielerinnen ja, schenken aber die haben dann ja auch eine Alltag zweite Mannschaft sein können, das von der irgendwie.
Also nein, die Spielerinnen schenken vorm Alltagmatch Punsch aus, okay, und vorm Frauenmatch schenken die Spieler und ich glaube auch der Stefan Helm Punsch aus. Alles für einen karitativen Zweck. Mhm. Also am 6.12. zum Nicolo um 19.30 Uhr Austria Wien gegen FC Bergheim aus Salzburg. 3:0. 5:0. Das hatte ich zuerst, glaube ich, 5:0, ja. Ja, jetzt habe ich. dann am 7. Das ging übrigens 0:0 aus. Und ja, der hat im Schnitt nur 2 Gegentore kassiert, also 12 Spiele, 25 Gegentore. Okay. Ja, dann wird der Schnitt jetzt fallen. Ja, mit einem 3:0 geht es ein bisschen hoch. Am 7. 17 Uhr kommt es zum Spitzenspiel, würde ich auch so sagen, am Samstag zwischen den FC Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien, wobei ich ja sage, Salzburg ist schon in einer veritablen Krise im Gegensatz zu Rapid. Ja, aber deswegen wird wahrscheinlich mein 0:7, das ich zunächst hatte, doch nicht wahr werden. Ich habe da 2:2 stehen. 2:2 und ich habe 3:2. Dann am Sonntag zur Matinee spielt Rapid 2 gegen den SV Horn in Liga 2. Was ist dein Tipp, ja, Markus? Rapid 2 zuletzt wieder erholt, wie von mir angekündigt, die Mini-Revanche geglückt gegen Stripfing. Eigentlich war es ja eh fast das zweite Team, das damals dort auch im Cup verloren hat. Und jetzt glaube ich und hoffe sehr, dass die Serie jetzt zum Jahresausklang, das letzte Spiel für 2024 für die jungen Rapidler so weitergeht, und tippe 3:1. Okay, ich sage 1:1. Und dann kommt um 17 Uhr der SCR Altach in die Generali Arena, ins Horstadion, und spielt gegen die Austria das letzte Spiel, das letzte Pflichtspiel des Jahres für die Veilchen. Wie geht es aus? 3:1. Müsste auch das letzte Bundesligaspiel dann des Jahres sein, oder? Oder ist danach noch mehr Nachtrag? Ja. Ah, ich glaube, es ist noch ein Nachtrag, oder? Es ist ja noch Hartberg. Ja, wird dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch das Jahr, glaube ich, ja. Okay, 3:1, das habe ich auch. Okay, dann sage ich 3:0. Passt. Gut. Das war's vom Tippspiel. Der No-Go-Tipp der Woche. Cool. Dann ist bei mir die Frage, es gibt jetzt Finanzkennzahlen, die bei der Austria veröffentlicht worden sind. Möchtest du uns dazu etwas sagen, wie das aussieht und wie du das Ganze einordnest, oder ein anderes Mal? Naja, die Frage ist, 11 Millionen Gewinn und Umsatzsteigerung. Ich würde aber sagen, dass wir uns die Bilanzen unserer beiden Clubs aufheben für die eher spielärmere Zeit, vielleicht für den Dezember, und auch ein bisschen auf den 14. Dezember warten, ob da jetzt da wirklich was passiert bei der Austria oder nicht, ob der Jürgen Werner da jetzt rausgekauft wird oder nicht. Also ich würde das ganze Thema Finanzen in den Dezember reinschieben und dort dann wirklich genauestens durchleuchten und vielleicht auch mit Leuten sprechen, die sich das wirklich, die sich da wirklich auskennen und Bilanzen lesen können. Außer du willst das jetzt von mir wissen, aber ich kann da jetzt da nichts sagen, nee, ja, du, wenn es später sagen. Mehr Sinn macht, dann macht es später mehr Sinn. Ja. Ja, Markus, was willst du noch hören? Von dir wollen wir jetzt alle noch was hören, oder? Also willst du das jetzt heute noch hören, oder sollen wir das nächste Mal machen, wenn du heute so schlecht drauf bist? Du meinst jetzt die Finanzkennzahlen oder deine Aufgabe? Meine Aufgabe. Na, bitte. Ich glaube, selbst okay, wenn ich jetzt nicht so gut drauf bin, hoffe ich doch, dass es die Hörer trotz allem sind und die haben sich's verdient, es zu hören. Ja, gut. Du hast mir zur Aufgabe gestellt, 5 Derby-Highlights von Rapid in den verschiedenen Zeitepochen zu präsentieren. Das tue ich natürlich, aber ich tue es natürlich auch auf meine Art, und da fange ich natürlich an mit den Austria-Derbys, und du hast natürlich auch von Rapid-Highlights gesprochen, das heißt, ich darf jetzt keine Austria-Highlights nennen in der Derby-Geschichte, daran halte ich mich jetzt natürlich auch. Und ja, der höchste Sieg von Rapid gegen die Austria war ein, entweder war es, was ist höher, ist es ein 9:0 oder ist es ein 10:1? Ich meine, die Differenz ist gleich, aber was würdest du jetzt als höchsten Sieg betiteln? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 1, am also 2. 2. Juli noch einen Tick mehr, weil da mehr Tor geschossen wurde. Klingt besser, gell?
Also am 2. Juli 1916 hat Rapid 9:0 gegen die Austria gewonnen und am 23. August 1942 10:1, wobei man ja sagen muss, dass 1942 der Zweite Weltkrieg war, wo die Austria der SC Ostmark war und da stark daran gehindert wurde, eine gute Mannschaft aufs Feld zu bekommen aufgrund der Vorgeschichte der Austria. Und da das 10:1 jetzt nicht so überraschend war, wie sich das jetzt vielleicht liest. Die Austria konnte übrigens nie so hoch gegen Rapid gewinnen, wenn das auch vielleicht ein bisschen ein Trostpflaster heute für dich ist. Also der höchste Sieg der Austria war ein 6:0, beziehungsweise dann auch 2018 ein 6:1, aber ein 9:0 oder ein 10:1. An so ein Spiel konnte man nicht drankommen. Ich frage mich jetzt aber doch gerade, ob ich sagen soll, verschieben wir es doch, aus dem Grund, weil du anscheinend meine Vorgaben nicht mehr richtig im Kopf hattest. Was waren deine Vorgaben? Meine Vorgabe war, zu starten in den 50er Jahren mit dem Jahrhundert-Derby und dich von da in 15-jährigen Schritten nach vorne zu arbeiten, sodass wir in 50, 65... Ah, das mit dem Jahrhundert-Derby habe ich wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, dann muss ich das leider, weil ich habe jetzt da dann natürlich... Sagen wir nochmal deine Vorgaben, weil ich möchte wissen, ob ich eine komplette Themenverfehlung oder nur eine halbe Themenverfehlung habe. Okay, also starten mit dem Jahr 1950 und dem Jahrhundert-Derby, dann also 50 bis 65 einmal, 65 bis 80 wäre dann Zeitraum 2, 80 bis 95 3, 95 bis 2010 und 2010 bis jetzt sind ja fast auch wieder 15 Jahre. Also das waren die 5 Zeiträume. Okay, ja dann... Okay, weil ich habe jetzt, ja okay, na, dann habe ich es falsch gemacht, weißt du? Weißt du nämlich, was ich gemacht habe? Ich habe mir natürlich Derbys rausgesucht, ein paar Derbys, ja. Zum Beispiel am 22. Juni 1961 hat die Rapid gegen die Vienna 3:1 gewonnen. Ist ja auch ein Derby. Im ÖFB Cup, das war der 5. Cup-Titel und das 1:0 hat zum Beispiel den Rudi Flögel geschossen, der Vater von Tommy Flögel, der Austria-Spieler. Dann habe ich noch ein Derby rausgesucht, ein 6:1 1974 gegen den Wiener Sportclub, wo der Hans Krankl einen fast lupenreinen Hattrick geschossen hat. Ja? Also 6:1 ist ja auch ein Tennisergebnis, kennt die Austria sehr gut. Ich habe mir auch Derbys gegen die Vienna angeschaut, nämlich zum Beispiel ein 5:0 1989 im oberen Playoff und ein 5:1 1989 im oberen Playoff, also insgesamt das Score von 10:1. Jeweils ohne Punkteteilung damals? Ja, ich glaube ohne Punkteteilung, nur ja. wo zum Beispiel ein Kurt Russ auf der Wiener Seite gespielt hat, den wir als ehemaligen Hartberg-Trainer und jetzt da ist er Trainer von einer Frauenmannschaft in Deutschland, ich weiß jetzt leider nicht welche, oder zum Beispiel ein Andi Herauf bei der Wiener noch gespielt hat, auch ein Gerhard Steinkogel hat bei der Wiener gespielt, bei Rapid hat ein Slatko Grantscher gespielt, ein Michi Konsler, ein Heribert Weber, ein Reinhard Kieners, ein Andi Herzog, ein Heimo Pfeifenberger, auf der Ersatzbank damals Größen wie Peter Schöttl. Also solche Spiele habe ich rausgesucht, um da nicht meine Stimmung vermissen zu wollen, aber natürlich habe ich dann auch 1958 ein 7:2 gegen die Admira. Und du wirst jetzt sagen, Admira, hör, das ist ja niederösterreichisch, aber nein, Admira Wien war ein Floridsdorfer Fußballclub, der dann mit dem Wacker Wien aus Meidling fusioniert ist und die sind dann beide in die Südstadt gezogen und haben dort dann noch mit Mödling fusioniert. Also solche Spiele habe ich rausgesucht. Also ich habe schon was getan, aber ich habe es natürlich nicht so getan, wie du es wolltest und ich werde das nächste Woche nachholen und es tut mir leid, aber ich wollte jetzt da schon ein bisschen auch meine Ergebnisse noch darlegen. Ja, ja, ist klar. Also, wie gesagt, nur wenn du gesagt hättest, dann willst du jetzt dann gar nichts sagen, wäre es natürlich auch okay gewesen. Ja. Ich wollte dich nicht erst reden lassen und ganz am Ende sagen, naja, ich habe es aber so und so, deswegen alles gut. Ich würde mit dir ja diskutieren, aber heute nicht. Okay. der November, wo ich dir ja die Aufgaben oder du ja jede Novemberfolge eine dieser Aufgaben gemacht hast oder dann wieder eine von mir gestellt bekommen hast, ist jetzt vorbei. Das heißt, die Geschichte ist in Anführungszeichen durch.
Aber du hast ja eben von der ersten Sendung, wo du gesagt hast, das hast du mit dem Zeitaufwand einfach nicht, das war so groß und so viel bezüglich jüdische Spieler und Funktionäre von Rapid. Das wird eben dann von dir noch nachgeliefert dann, wenn du gesagt hast, wenn du auch nach dem Theater mehr Zeit hast. Also nur, um es jetzt für unsere Hörer auch nochmal wiederzugeben und festzuhalten. Genau. Also sag, also ich soll das Thema nachholen. Ja, ja, nee, das haben wir ja gesagt gehabt, dass du das noch irgendwann nachholst. Kann ja meiner Meinung nach auch erst in der Winterpause sein. Alles gut. As you like. Genau. Ja, machen wir so. Passt. Dann danke, Markus. Du hast durchgehalten, es ist vorbei. ist trotzdem eine lange Sendung wieder mal geworden, aber das ist nur, weil du so lange gejammert hast, ja, nicht wegen mir. Nächste Woche hoffentlich wieder mit einem besseren Markus, wobei, wenn du jetzt aufgrund des Fußballs stimmungstechnisch nicht besser drauf bist, soll es mir auch recht sein. Ich wünsche uns aber trotzdem beide faire Partien und spannende Partien vor allem. Und bleibt gesund, bleibt uns treu und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht es gut. Ciao, Baba. Tschüss, Baba.